Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich mache das mal hier auf den Zweitbildschirm. So. Ich habe die Kopfhörer jetzt hier drin. Ich finde sie tierisch unbequem. Kann nur sein, dass ich vielleicht noch kleinere Gumminippel drin machen kann. Aber es liegt auch daran, ich hasse diese In-Ear-Dinger. Viele schwören ja drauf, oh, die Gummi dehnt sich denn innen drin aus und das bist du dann hörst du von außen halt nicht so viel und so. Aber ich finde den Tragekomfort von diesen Gummidingern total widerlich. Also es ist nicht mein Fall. Absolut nicht. Ich finde die scheiße, so eine Dinger. Es gibt ein, zwei, wo der Tragekomfort relativ okay ist, ja, die man mal tragen kann. Aber im Großen und Ganzen bevorzuge ich die, die man einfach reinmacht, so wie die Oldschool-Dinger. So. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auch gerade einen Test Mikrofonaufnahme gemacht. Ich habe mir noch nicht angehört, wie sie sich anhört. Ihr seid jetzt praktisch damit live mit bei, wo wir sind jetzt hier die anderen vom Mikrofon und so. Das habe ich noch nicht gelöscht. Schon eine Weile her, wo ich das aufgenommen habe. Also ein paar Monate, so ja, 4 Monate, um genau zu sein. Aber das ist jetzt von heute. Das wollen wir uns jetzt gleich mal anhören. Und Esel fressen, Nesseln nicht, Nesseln fressen. Ist so mit dem Mikrofon. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Also ich habe die jetzt... Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Mit USB, Front-USB, der Kabel ist schön lang. Aber das Rauschen ist mein Bart. Rumzuquatschen, damit wir halt ja, die Qualität hören. Da kommt hier mal, das Mikrofon ist hier. Ich hier gerade gucke, wo Plus Minus ist. Hier. Hier. Da kommt der nochmal gegen Bart. Da habe ich gerade den Knopf gedrückt. So, aber da sehe ich... Das war laut, jetzt leise. Bei Minus auch, es funktioniert zwar, aber ich glaube... Störgeräusche. Also am besten, wenn ihr das Mikrofon benutzt, die Tasten vorne nicht benutzen, weil dann hört sich das so an, wie ihr es eben gehört habt. Ich weiß gar nicht, was funktioniert hier. Da wieder. Achso, da hatte ich ja, da ist dann was angegangen, weil die Mitteltaste, die ihr in der Mitte, also oben habt ihr Plus und ein Minus und in der Mitte könnt ihr dann halt Aktionstaste, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Video guckt, könnt ihr da Pause, Play, Pause, Play. So hört sich das Mikrofon gar nicht mal so schlecht an. Oh Gott. Ich find's aber halt, mir fallen die In-Ear-Dinger nicht. Ich mag's nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich finde sie unbequem, aber alle, also größtenteils, gibt ein paar halt, wie gesagt, die halt etwas bequemer sind. Ein Kollege hat mir auch empfohlen, geh mal zum Hörgeräteladen und lass dein Ohr vermessen. Wusste ich auch nicht. Also das kann man irgendwie vermessen lassen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Und die fertigen dir dann so eine Gummidinger an für dein Ohr passend. Wusste ich nicht. Aber selbst wenn, dann wären sie zwar passend für mein Ohr, aber ich finde sie ja immer noch scheiße. Also von daher werde ich das nicht machen. Also wer sowas mag, ja, okay. Aber ich mag sie nicht. Ich mag es absolut nicht. Der Klang ist gut. Ich habe auch gerade Musik damit gehört. Ich muss hier mal ein bisschen kleiner machen. Ich habe Musik damit gehört. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt. Ich habe YouTube Music benutzt. Spotify habe ich benutzt. YouTube Music. Netflix habe ich benutzt auf dem PC. Also hier am PC. Also die über den Browser. Prime Video über den Browser. Und es hat sich gut angehört. Also es war ein klarer Sound. Es war Bass da, wo Bass da sein sollte. Es, ja, also nichts Negatives, ehrlich gesagt. Das Einzige, was mich stört, ist halt der Tragekomfort. Der ist halt, den mag ich nicht. Das ist nicht meins. Aber ich denke mal, da werden einige Spaß dran haben. Ich werde auch gleich nochmal die anderen testen. So, die alten, die ich hatte, die habe ich ja, da hat mich das Mikrofon ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Die habe ich ja hier. Ja, die habe ich dann halt so noch. Ohne Gumminippel. Das sind ja die mit Gumminippel. Und warum ich mir die schwarzen geholt habe, die habe ich mir, ehrlich gesagt,
überhaupt nicht wegen dem scheiß Mikrofon geholt, weil ehrlich gesagt, das hat mich null interessiert, das Mikrofon. Mich hat es nur interessiert, dass es halt normale Kopfhörer sind, dass ich nicht auf den Akku angewiesen bin. Also, weil die ich jetzt habe, die Shocks, die sind ja super, die machen, haben einen ewig langen Akku, aber die anderen davor, die waren halt vom Akku halt nicht so toll. Und deswegen hatte ich mir die damals geholt hier, weil, aber nicht wegen dem, einfach nur, dass ich keinen Akku mehr brauche. Ja, dass ich auf Akku nicht angewiesen bin, normale Kopfhörer habe. Das Mikrofon war mir vollkommen wumpe. Ich habe hier mein gutes Rode Mikrofon, das war mir vollkommen wumpe. Habe ich auch nie ehrlich gesagt, habe ich die Kopfhörer auch nie getestet vom Mikrofon her. Ich habe die so benutzt, ja, wenn es heiß ist. Im Stream habe ich sie eins mal benutzt. Und sonst halt, wenn ich hier im PC war, jetzt im Sommer, wo es so heiß ist. Ja, aber das werde ich gleich auch nochmal einen Mikrofontest davon machen. So, nichtsdestotrotz, ich denke mal, die 6 Minuten schneide ich hinten ran an das andere Video. Also ans Unboxing. Unboxing-Hardware-Video. Oder ich mache ein separat. Ich habe keine Ahnung, wie es am besten ist. Ich muss mir das nochmal angucken, wie ich da aufgehört habe. Ja, also wie gesagt, falls ihr das nicht gesehen habt, guckt es euch mal an. Das kam total dreckig bei mir an. Und nicht nur Staub. Nicht nur Staub. Also da war nicht nur Staub bei mir drauf. Das war wirklich hochgradig dreckig. Das hast du nur mit einem feuchten Tuch weggekriegt. Hier hinten seht ihr das noch, so ein bisschen. Ja, also, und da ist nicht der Verkäufer schuld. Der Verkäufer hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist allein Amazons Lager, wo das, ich weiß nicht, eingestaubt ist, wo das in der hintersten Ecke war und ich habe keine Ahnung, also absolut ekelhaft. Also, ich bestelle so viele Jahre schon bei Amazon. Aber das, also ich habe schon kaputte Pakete bekommen, offene Pakete bekommen, aber die Ware war immer ganz. Aber so ein dreckiges Etwas habe ich in den ganzen, keine Ahnung, wie viel Jahre bestelle ich jetzt bei Amazon? 15 Jahre? 16 Jahre? Ich habe keine Ahnung, etliche Jahre bestelle ich schon bei Amazon, aber so ein dreckiges Paket, also sowas Ekelhaftes hab ich noch nie gehabt. Mal ein bisschen eingestoppt, ein bisschen, ja. Aber so dreckig ist mir bei Amazon noch nie passiert. Also das ist wirklich unter aller Kanone. So, aber nichtsdestotrotz verabschiede ich mich jetzt. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.